So, hat sich eben ja vielleicht so ein bisschen danach angehört, Unternehmer zu werden, ist das Idealbild. Also, um selber dem Zweck zu dienen, ich baue ein funktionierendes Unternehmen auf, ein Unternehmen, was einen Wert entwickelt, ist das absolut richtig. Aber es ist nicht für jede Person die richtige Aufgabe. Also im Prinzip, du musst so gestrickt sein, dass du sagst, nicht mehr an meinen Fachkraftaufgaben zu arbeiten und stattdessen am Unternehmen zu arbeiten und an dessen Weiterentwicklung zu arbeiten, das ist etwas, was von mir auch von innen kommt und mein Herzenswunsch ist. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du absolut als Fachkraft glücklich werden, als Freelancer glücklich werden und als Manager glücklich werden. Es kann oder braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wenn du aber möchtest, dass du in deinem Leben als Lebenswerk ein Unternehmen schaffst, was Spuren hinterlässt, dann musst du halt diesen Wechsel ins Unternehmerlager früher oder später machen. Je früher, umso besser. Und ein anderes Thema dabei ist, wir haben eben gesehen, die Aufgaben und das Mindset, was du für die einzelnen Rollen haben musst, die sind so unterschiedlich, dass es nur ganz, ganz wenige Leute gibt, die mehrere Rollen davon gleichzeitig wirklich exzellent umsetzen. Meinst du, du kannst das Mindset erlernen als Unternehmer? Ja. Im Prinzip, das Mindset ist ja etwas, was deine Wertvorstellungen nach außen trägt. Und Wertvorstellungen sind frei wählbar. Das wissen die wenigsten. Aber mit ein paar NLP-Prozessen nimmst du jeden Wert an. Manche sind hartnäckig, da brauchst du ein paar mehr. Aber im Prinzip kannst du dein Mindset wirklich frei wählen. Ich meine, es gibt einen Unternehmer in den USA, der nennt sich Gary Vaynerchuk. Das ist eigentlich den meisten bekannt. Irgendwie. Nee, okay. Und ich finde den sehr, sehr beeindruckend. Ich gucke mir sehr viel von ihm an. Und der meint, als Unternehmer ist man entweder erstmal geboren dazu oder nicht. Also klar kann man das Mindset irgendwie lernen, aber entweder man hat irgendwie dieses. Das Man hat es irgendwie in sich oder nicht. Und ich finde, da gehe ich ein bisschen auch mit. Man kann sehr gut als Manager und als Fachkraft fungieren, Unternehmer ist vielleicht wirklich was, da musst du auch irgendwie der Typ für sein. Ja. Mensch, das kannst du kaum mal lernen. Das gebe ich ja lernen. Also eine gewisse Grundveranlagung ist natürlich hilfreich. Aber an der Stelle sagen die immer, mit 10.000 Stunden Training kannst du es in jeder Disziplin. Also ich meine, okay, wenn du Kinderlähmung hast und 2,5 Zentner Frau bist, dann wird es halt schwierig, prima Ballerina zu werden. Also die Grundvoraussetzungen müssen stimmen. Aber im Prinzip, was im Rahmen deiner Möglichkeiten liegt, da ist Training immer dem Talent voraus auf lange Sicht. Wenn du natürlich von vornherein Talent mitbringst, ist es leichter, am Anfang die Motivation aufzubringen, sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Aber zwingende Voraussetzung ist es eigentlich nicht. Also wenn es nicht irgendwelche Gründe gibt, die von vornherein rigoros dagegen sprechen, und die meisten davon sind auch bei uns im Kopf künstlich aufgebaute Barrieren, dann ist eigentlich alles möglich. Ich glaube, das ist vielleicht weniger ein Ding von, ob man das lernen kann, sondern ob man da überhaupt in die Rolle reinkommt. Weil oft sind halt Unternehmer die Typen, die dann schon auf dem Schulhof die Süßigkeiten verkauft haben oder so, weil die einfach von Anfang an Ja, dieses Ding das ist haben so ein bisschen, und ja, so. aber das ist so, das meinte ich halt. Das ist so ein bisschen das ist ein Mindset, was du hast, dir angeboren wird, vielleicht so ein bisschen. Ja. Und ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt auch, wenn du 10.000 Stunden Fußball trainierst, gleich noch immer gut wirst, wie jemand, der irgendwie Nationalspieler ist. Aber der ist einfach von Anfang an vielleicht schon so ein bisschen besser drin gewesen. Weiß ich nicht. Also allgemeine Meinung darin ist, dass Talent häufig überbewertet wird. Weil ich selbst in der Jugend gespielt habe und viele kenne, die es nicht geschafft haben, also ein, zwei, die es geschafft haben. Und das hat relativ wenig mit Talent dort zu tun, sondern viel mit Disziplin. Und wo kommt die Disziplin her? Aus dem Mindset.
Der eine sagt, ich werde Nationalspieler. Das ist dem sein Mindset. Und der andere sagt, ich probiere es mal, ob ich mit meiner Mannschaft aufsteigen kann oder ob ich mir einen Stammplatz erspiele oder ob ich Torschützenkönig in meiner Mannschaft werde. Ich probiere es mal. Und im Probieren ist halt immer das Hintertürchen offen. Es hat halt nicht geklappt. Ich hatte kein Talent. Also du wirst halt nun mal kein Robben und kein Messi und kein was auch immer, wenn du das Talent fehlt. Du kannst ja auch, wenn du willst. Es geht halt nur bis zu 80%. Ja. Genau. Die restlichen 20 sind halt dir einfach in die Wiege gelegt. Ja. Und das glaube ich auch. Du bist in Vettel und du bist keiner. Ja. Und dann hat nur jeder, der Kopf gut fährt, am Ende auch. Gut, aber wer Messi nicht irgendwie 5 Jahre nach Spanien gegangen, zu dem Zeitpunkt hatte der zum Beispiel extreme Probleme. Der war kleinwüchsig, hat in Spanien eine Operation bekommen. Der hätte das ohne das Ganze nicht geschafft. Ja. Also der hätte auch, cool. Es gibt auch diverse richtig gute Fußballer, die es nicht geschafft haben. Also ist nicht nur eine Talentsache, definitiv nicht. Kurioserweise gibt es viele Menschen, die in ihrem jungen Leben irgendwie mit extremen Einschränkungen, also zum Beispiel von vielen bekannten Sprechern ist in ihrer Jugend ein Elternteil früh gestorben. Ist auffällig, wie viele. Und die haben halt relativ früh gelernt, sich selber durchzubeißen. Und das hat denen ihr Mindset entwickelt. Und daraus ist ein anderer Erfolg entstanden wie bei vielen anderen. Tony Robbins, Bodo Schäfer, ja. Und so weiter. Die sind alle mit einem Elternteil nur aufgewachsen und haben sich dann durchgebissen. Es muss nicht irgendwie das Fehlen des Elternteils sein, aber irgendwas, ein Schicksal. Genau. Wie hieß denn die eine Sprintweltmeisterin, die Kinderlähmung hatte? Wo niemand gedacht hat, dass die mal in ihrem Leben mal vernünftig ohne Krücken laufen kann und gewinnt die Olympischen Spiele in der Königsdisziplin. Wenn ich nur dran denke, kriege ich eine Gänsehaut. Okay, gut. Ich meine, wenn ihr euch dazu entschließen wollt, Unternehmer zu werden, dann würde ich euch empfehlen, setzt euch ein Ziel, dass ihr kontinuierlich über die Zeit die U-Aufgaben, die ihr hier in eurer Wochenliste, also Wochenliste zu führen, mal für so eine gewisse Zeit, ich sag mal vielleicht 3 Monate, wie viel Fachkraft, Manager- und Unternehmeraufgaben man so macht, ist sehr lehrreich. Und dann so nach 3 Monaten zu gucken, habe ich es geschafft, den Quotienten zu verschieben. Und im Prinzip, was übrig bleibt in den Unternehmeraufgaben, ist eigentlich das Hirn zu trainieren, also lernen, Hörbücher hören, Strategieentwicklung, Denkzeit, Austausch mit anderen Unternehmern und so weiter. Und fast der ganze Rest ist Manager oder Fachkraft. Und das legt jetzt die Latte noch mal ein bisschen höher, weil dann wird es meistens im Bereich U noch mal etwas dünner. Aber so zu Beginn jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde ein gutes Hörbuch über das Thema zu hören, kann ja beim Joggen sein, kann, was übrigens sehr, sehr gut ist, um es möglichst tief ins Unterbewusstsein beim Einschlafen, sich mit dem Thema ein bisschen zu beschäftigen, weil dann hast du im Prinzip die Nachtzeit, wo dein Unterbewusstsein noch für dich arbeitet, und sich eben abends sowas reinzupfeifen. Aber meinst du denn, ist es möglich, wenn jetzt etwas Neuem startet, zum Beispiel irgendwie ein neues Projekt startet, steigt dann nicht zwangsläufig am Anfang erstmal die Fachkrafttätigkeit? Klar, also bei jedem neuen Gründung fängst du zunächst einmal an, mehr oder minder alles selber zu machen. Wenn du es ein bisschen smarter machst, fängst du an, schon von Anfang an einfach einen Verbund an Zulieferern auszusuchen und machst als erstes dann die Kommunikation zwischen denen und als nächsten Schritt erlaubst du denen, direkt miteinander zu kommunizieren, genau. Um dich da mehr und mehr rauszunehmen. Und aber so Sachen wie die Konzepterstellung, eine Visionserstellung, die Firmenmission zu formulieren, das sind Denkarbeiten, die ich schon auch an der Stelle als U-Aufgaben bezeichnen würde. Aber viel mehr wird dabei hängen.
die gehen auf Konferenzen, lesen Bücher, gehen auf Meetups, erstellen ganz tolle Ideen, aber bleiben dann dabei hängen. Starten musste irgendwann. Gehen nicht in die Fachkräftigkeit über. Ja. Also der Start geht immer über unternehmerischen Anfall haben, genau sich das ausdenken, wie es sein soll, und dann aber als Fachkraft loslegen und wirklich machen. Machen, umsetzen, merken, wo es klemmt. Muss es als Fachkraft dann beginnen? Es kann auch als Manager sein. Kann auch als Manager. Kapital haben, einfach so. Alles auslagern davor. Aber zumindest, ich würde schon ein paar Tätigkeiten einfach selber machen, gucken, was für Tätigkeiten sind das, was muss gemacht werden, und dann auch die Aufgaben besser navigieren zu können, dann neue Leute. Wenn du das noch nie vorher gemacht hast, ist es schwierig. Das ist der Idealzustand. Genau. Ja. Es gibt auch noch Beispiele, wie es halt anders ist. Natürlich. Also, alles funktioniert irgendwie. Um mit Lieferanten und mit Mitarbeitern umgehen zu können, ist auch nochmal eine spezielle Denke nötig. Weil. Nein, also ich bin völlig bei dir. Also ich würde auch gern jedes Gebiet einfach mal selbst wissen, wie es abgeht, um den Leuten auch zu erzählen, dann später, wie sie es machen, was sie machen, worauf sie achten. Ja, also einmal selber machen und dann. Genau, sich selber so weit auf Ballhöhe bringen, dass man mit dem Lieferanten auf Augenhöhe diskutieren kann. Und das Programmierer, habe ich festgestellt, machen das gerne. Wenn die meinen, du hast keinen Plan, dann kriegst du ein X für ein U vorgemacht. Gibt es in anderen Disziplinen auch. Es gibt aber auch halt viel zu viele Manager in deinem Fall. Die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Genau. Ja. Die von dir wollen. Also, oder von dem anderen. Ja. Gut. Okay, kämen wir zum nächsten Thema. EKS, Engpass konzentrierte Strategie. Das geht jetzt im Prinzip in den Bereich Marketing. Wie finde ich die passenden Kunden, die zu mir passen? Und wie kriege ich bei denen raus, was ich denen anbieten muss? Und wie formuliere ich ein Angebot, so dass die darauf auch abfahren. Gut, das wichtigste Ziel von der EKS ist es, dem ungesunden Verdrängungswettbewerb zu entkommen. Also sprich, einen Bereich, eine Nische zu finden, wo du quasi einen blauen Ozean vorfindest. Gibt's einen schönen, geht zurück auf das Buch Blue Ocean Strategy. Also der rote Ozean ist, ich verkaufe Viagra auf Amazon. Und da gibt es halt 500 Anbieter, die das auch tun. Das heißt, ich habe als einziges Differenzierungsmerkmal, also das sind alles die gleichen aus China importierten Pillen ohne garantierte Inhaltsstoffe. Und der einzige Möglichkeit, sich vom Wettbewerb abzuheben, ist entweder sich an Google AdWords tot zu bezahlen oder eben in den Preiskampf reinzugehen und noch ein paar Cent billiger als der billigste Anbieter zu machen. Und das nennen die einen roten Ozean. Und in dem Moment, wo du aber ein Produkt hast für eine ganz spezifische Zielgruppe, dann bist du in einem blauen Ozean, wo du quasi wettbewerbsfrei bist und ja, möglichst bald in diesem Bereich Marktführer wirst. Und die EKS in ihrer Ursprungsform macht als ersten Schritt an der Stelle das Gucken nach deinen Stärken und Talenten. Und Stefan hat dann gemerkt, guckst du nach deinen eigenen persönlichen Stärken und Talenten? Irgendwie möchtest du ja eigentlich aus den Fachkraftarbeiten rauskommen, früher oder später. Oder musst da rauskommen. Die Fachkraftaufgaben, wenn das dein Talent ist, dann wird dir das, dich davon zu verabschieden, besonders schwer fallen. Und du machst die eigentlich länger und intensiver als nötig. Und dafür fehlt dir dann der Kopf für die U-Aufgaben. Von daher geht der einen etwas anderen Weg und sagt, ich gucke nicht zuerst nach Stärken und Fähigkeiten, sondern nach Lieblingsmenschen. Für wen möchtest du was machen? Ich schaue nach Menschen, die ich gerne mag.
Und an der Stelle hat der eine Meditation, die wird da auch in dem Buch ausführlich beschrieben gemacht, wo in einer Meditation, du triffst dich in deinem Haus mit ganz vielen Menschen und dann nacheinander lösen sich drei aus der Gruppe und du gehst mit denen in den Nebenraum und führst ein Gespräch und schreibst es hinterher auf. Nach der Meditation schreibst du jeweils auf oder nach jedem Einzelgespräch wird es unterbrochen und du schreibst auf, was ihr besprochen habt und dann kommt der Nächste in deinen Raum und dann führst du mit dem 2-, 3-, 5-minütiges Gespräch und dann schreibst du wieder auf. Und das kann man halt mehrfach machen, bis du so eine Gruppe von Menschen hast, die dir besonders am Herzen liegen. Und in dieser Gruppe wird dann geschaut nach Gemeinsamkeiten von deren Charakteren, von den Sachen, die du an ihnen schätzt, was die besonders gut können, was die gerne machen. Und basierend darauf wird dann ein ideales Kundenbild für dich entwickelt. Das Ziel von diesem Kundenbild ist, dass wir hinterher eine Marketingstrategie fahren, die genau Menschen, die möglichst dicht an diesem Charakterbild dran sind, anzieht, so dass du es langfristig als Kunden mit Menschen zu tun hast, die nicht von dir gesiezt werden wollen, sondern die bei dir anrufen und schon von ganz automatisch sagen, kannst du mal ein Design für mich machen? Und eben gar nicht über den gestellsten Weg, also ich hätte da mal eine Anfrage, könnten Sie mir mal ein Angebot schicken? Und wenn das nicht deine Art von Kunde ist, dann gleich von vornherein die auf der Webseite aussieben. Und also er kam zum Beispiel auf ein Kundenbild, er war selber Musiker und in seiner Meditation kam dann sein Sänger dort mit dazu und seine Schwesterin und seine Schwester rein. Und die war halt Schauspielerin und wer war die dritte? Weiß ich gerade nicht mehr. Naja, jedenfalls hat er gesagt, also das ist ja völlig abstrus, mit so einer wie meiner Schwester möchte ich um Himmels Willen auf gar keinen Fall. Und was soll ich mit dem Sänger, dem sein Unternehmen ist, der war zwar selber auch Unternehmer, aber sein Unternehmen ist viel zu klein, als dass der als Kunde für uns in Frage käme. Wir machen halt Projekte, die sind größer, als dem sein 30-Mann-Laden stemmen kann. Und das sagte, stopp an der Stelle. Wenn wir hiermit fertig sind, verkaufst du womöglich ein ganz anderes Produkt, wo du jetzt noch gar nicht dran denkst. So kam es dann auch. Also im Prinzip hat er dann aus seinen drei Lieblingsmenschen Unternehmer gemacht, die gerne auf der Bühne stehen würden und die das vermissen und glauben, dass Unternehmer sein und auf der Bühne stehen können nicht zusammenpasst. Und diese zwei Sachen, die eigentlich so konträr auseinandergehen, die hat er zusammengemacht und daraus sich seine Lieblingszielgruppe entwickelt. Er nennt das an der Stelle eine psychografische Zielgruppe, anders als üblicherweise im Marketing, wo du eine demografische Zielgruppe, das heißt, du guckst, wo sie wohnen, du guckst, wie alt sie sind, welches Geschlecht sie haben, wie oft sie ihre Frau und Kinder schlagen und so weiter, was du alles statistisch erheben kannst. Und er sagt, nee, machen wir eben nicht, wir suchen uns Charaktere aus. Das kann man nicht messen, das ist ein bisschen schwieriger und ganz ungewohnt zu denken, aber damit kommen wir auch viel schneller zu einer Gruppe von Menschen, erstens, wo die Zielgruppe so klein wird, dass wir ein Zehntel von unserem Markt bedienen können. Dazu kann man dann durchaus natürlich auch demografische Eigenschaften mit, also wenn du nur ein regionaler Anbieter zum Beispiel bist, mit dazu nehmen. Aber auch das Ziel bei dieser Zielgruppenverjüngung ist es, einen Markt zu adressieren, der nur 10-mal so groß ist, wie man bedienen kann. Und wenn du in so einem kleinen Markt unterwegs bist, dann ist der Schritt hinterher zum Marktführer, und das ist das, was du am Ende sein musst, der Weg zum Marktführer relativ kurz. Warum wird Marktführer unbedingt angestrebt? Dahinter steht die Überlegung, Kunden haben kein Lieferanten-Ranking im Kopf, sondern es gibt eine Schublade, da ist der erste drin
und eine Schublade, da ist der Rest drin. Du tankst 90% der Fälle an der gleichen Tankstelle und nur 10% deiner Spritkosten gehen an andere. Wenn du zu deinem Tankwart eine besondere Bindung hast. Vielleicht doofes, aber Lebensmittel kaufe ich zum Beispiel ein, 90% in einem Supermarkt und den Rest kaufe ich irgendwo mal im Vorbeigehen. Aber im Prinzip fahre ich immer an den gleichen. Warum 10-mal? Also du hast 10% bedienen können von dem Markt. Du solltest dir einen Markt aussuchen oder du solltest die Zielgruppe so lange verkleinern, bis sie nur noch... Weiß ich denn, ab wann die Zielgruppe klein genug ist? Das also brauchst du nicht buchhalterisch auszurechnen, das reicht über einen dicken Daumen, wo du sagen kannst, okay, jetzt habe ich das Gefühl, es ist klein genug. Okay. Und relativ genau in den späteren Schritten merkst du, wenn es eine Nummer zu groß ist, wenn du dich nämlich nicht entscheiden kannst, welchen nächsten Strategieschritt ich gehe, dann hast du in aller Regel die Zielgruppe noch nicht eng genug gemacht. Wenn die Zielgruppe eng genug macht, dann strategische Schritte ergeben sich dann quasi daraus. Ja. Weil dann erweitern später zum Beispiel. Erweitern kannst du immer noch. Ja, ja. Und dieser erste Schritt ist halt für den kalten Markt. Also den du noch nicht hast. Kundenbasis und Interessentenbasis, die du aufbauen möchtest. Im warmen Markt, also die du schon mal erweitert hast, für die kannst du dann drumherum auch noch Zusatzprodukte. Aber die Strategie, also bei großen Firmen hast du eben häufig, die liefern Katzenfutter und stellen fest, wir können die gleichen Zutaten nehmen, wir brauchen die Rezepte nur ein bisschen zu ändern und wir können Hundefutter auf die Päckchen hinterher draufschreiben. Das ist eine dumme Strategie, weil sie dafür eine neue Zielgruppe, nämlich Hundebesitzer. Vorher hatten sie als Zielgruppe Katzenbesitzer. Wenn du jetzt Katzenfellpflegemittel verkaufen würdest, bleibst in der gleichen Zielgruppe und hast es im Prinzip im warmen Markt viel leichter, dort dich auszubreiten. Also Hunde wäre ein kalter Markt zum Beispiel. Hunde wäre dann wieder ein kalter Markt. Das wäre ganz anders angekommen. Genau. Also Schritt 1 von der EKS ist, du verlässt den Wettbewerb und suchst dir eben Lieblingsmenschen, die hinterher deine Zielgruppe bilden. Wird nochmal wo genau beschrieben, wie ich diese drei Lieblingsmenschen finde? Das, also, ja, also... Augen zu machen mit den Tieren, mit einer Party vorstellen, mit drei Leuten. Ja. Weiß ich nicht. Ja? Ja, also das, so läuft die Meditation ab. Aber ich meine, das kannst du auch versuchen, zunächst mal ganz analytisch zu machen und überlegen, welche Menschen haben dich in deinem Leben... Welche Menschen liebst du am meisten? Und wenn es Vorbilder sind, umso besser vielleicht. Okay. Und wie das so ist mit Vorbildern, die haben immer gute Seiten und welche, die einem vielleicht nicht so gut fallen. Und je besser die Leute sind, umso größere Macken haben sie auch. Konzentrier dich bei dieser Auswahl dann eben nur auf den ihre guten Eigenschaften. Die Phase 2 ist dann, das erfolgversprechende Geschäfts- und Aufgabenfeld zu finden. Das heißt, du überlegst dir, welche gemeinsamen Probleme haben diese Menschen in dem Bereich, den du bedienen möchtest und wie bewirke ich am meisten. Das ist eine relativ lange Überlegungsaufgabe. Also es ist die Frage nach dem zentralen Nutzen und aus diesem Nutzen wird dann hinterher deine Spezialisierung entstehen. Also wovon hätten diese Lieblingsmenschen den größten Nutzen, wenn du ihnen das liefern würdest? Und genau auf diesen Spezialnutzen solltest du dich ausrichten und dein Angebot ausrichten. Und genau, also es ist im Prinzip die Suche nach dem größten Problem von deinen Lieblingsmenschen. Gibt es da irgendwelche Tipps? Strategien? Rede mit den Leuten. Okay. Und wenn du diese Art von Kunden noch nicht hast, dann
rede mit denen, die du gerne als Lieblingskunden hättest. Kundenbefragung. Facebook-Gruppen abhängen, lesen, was sie für Fragen haben. Du? Ja. Hilft. Weißt du automatisch, was für Probleme haben? Ja. Das ist dann halt für mich ein Marco. Oder du gehst auf frage.net oder Reisefrage und guckst da durch, was die Leute halt für Fragen haben. Da wundert sich manchmal auch. Was in Foren? Okay, was in Foren für Fragen gestellt werden. Wobei, da weißt du halt nicht, ob da dahinter die Lieblingsmenschen sind. Ja. Von daher ist diese Analysephase wahrscheinlich einfacher zu machen mit Leuten, die du persönlich kennst. Oder persönlich triffst auch wieder. Ja. Und ich meine, so eine Runde wie hier, ich gehe mal davon aus, wenn ich das machen würde und würde euch meine paar Fragen zu dem Thema zusammenstellen, nachdem wir uns kennen. Erstens wüsste ich, wen ich von euch fragen wollt oder würde. Und zweitens würde ich auch davon ausgehen, ich kriege von einem großen Teil ein Feedback. Was einfach schwierig ist, wenn du in eine große Community auf Facebook fragen. Also erstens, du kriegst Antworten, ja. Aber sind das Antworten von den Menschen, die du hinterher bedienen möchtest, kann man da nicht beurteilen. Von daher kann das ziemlich misleading sein. Und das Schöne ist noch, je ausgefallener die Antworten und je abwägiger die Antworten von deinen Lieblingsmenschen sind, umso besser ist das ein Hinweis auf einen blauen Ozean. Dazu erzählte Stefan immer die Geschichte von den Jungs und Mädels, die auf einem untergehenden Schiff sind und gut, mittel oder schlecht schwimmen können. Die guten Schwimmer legen los und haben eine gewisse Chance, die nächste Insel oder das nächste Festland zu erreichen. Die mittelmäßig schwimmen können, schwimmen los und bleiben auf der Strecke. Und die fast gar nicht schwimmen können, halten sich an irgendeiner Flanke fest und hocken sich da drauf und werden eventuell gerettet. Die Evolution, die Ableitung daraus, was man daraus lernen kann, ist, die Evolution bevorzugt immer die Extreme. Und deswegen auf ausscherende Antworten durchaus hören und nicht sich verleiten lassen, hinterher den Durchschnitt zu bilden. Durch das Bilden des Durchschnitts kommst du wieder an die Stelle, wo sich schon viele Marketingagenturen den Kopf drüber gebracht haben und im Kreis der Intelligenten einen Konsens gebildet haben. Und dann bist du genau wieder da, was Common Sense ist und wo du wahrscheinlich mitten in den roten Ozean reinstichst. Okay, daraus ergibt sich dann die erfolgsentsprechende Zielgruppe, die kannst du dann daraus ableiten und im Prinzip sollte man dann entwickeln, gut, habe ich schon viel davon erzählt, also die psychografisch eingeschränkte Zielgruppe wird dann aus der Kombination deiner Lieblingsmenschen und deren größten Problem wird dann die Zielgruppe daraus, im dritten Schritt. Im vierten nimmst du dir den brennendsten Problem dieser Zielgruppe an. Das nennt man dann die Entwicklungsphase. Und ist im Prinzip die Auseinandersetzung mit den Engpässen von diesen Leuten. Und zwar, das muss noch nicht mal der echte Engpass von diesen Menschen sein, sondern an der Stelle identifizierst du, wo nehmen die den größten Engpass wahr. Also, dein Webshop brummt nicht richtig. Und als allerersten Engpass nimmst du wahr, ich habe nicht genug Besucher auf meiner Seite.
was machst du typischerweise dann dagegen? Du schaltest zum Beispiel AdWords oder du machst mehr Suchmaschinenoptimierung oder du beauftragst irgendwelche Leute aus Fernost mit dubiosen Möglichkeiten, dort Benutzer hinzukriegen und so weiter. Der Aufwand steigt, dein Vertriebsaufwand steigt, aber der Erfolg wird nicht besser. An der Stelle wird klar, du hast am Symptom gearbeitet, aber hast nicht an der Ursache gearbeitet. Jetzt hast du zwar mehr Besucher auf der, aber es konvertiert immer noch nicht. So, nichtsdestotrotz, wenn du Kunden kriegen möchtest, musst du eine Lösung für das Symptom anbieten. Zunächst einmal. Und dieses Symptom zu finden, das ist der nächste Schritt, wo sie sagen, das ist der Punkt der größten Aufmerksamkeit. Das ist ein naheliegender Schluss, dass man erst die Ursache finden sollte oder müsste, aber wenn denen nicht bewusst ist, was die Ursache ist, okay, dann suchen sie für die Ursache keine Lösung. Und von daher ist als erster Schritt mal Symptombehandlung angesagt, aber in einem trojanischen Pferd verkaufst du ihnen dann trotzdem die Lösung ihres grundlegenden Problems. Wenn du es weißt. Wenn du es weißt. Das ist das, dann verkaufst du den endlich. Aber ist es nicht clever, wenn du die Ursache weißt, die Lösung die Ursache zu verkaufen? Sag, hey, ja, das stimmt, aber eines Problem ist da. Dafür musst du einen Überzeugungsschritt machen und die Leute möchten gerne selber auf die Idee kommen. Also aber jetzt ein Symptom bekämpfen bei denen, ja. Aber ich weiß, es bringt denen eigentlich gar nichts, dann sind die unzufrieden, weil die haben nicht bezahlt für irgendwas, was denen gar nichts bringt. Also wenn ich denen aber sage, ja, das ist richtig, aber wir sollten lieber das machen, dann wird dein Symptom automatisch bekämpft. Also es geht in der Entwicklung der Lösung jetzt darum, die Lösung sollte so aussehen, als ob sie Symptombekämpfung macht, die für den Kunden als Ursachenlösung aussieht, du aber unterschwellig etwas anderes mit reinbringst. Okay. Was nämlich die Ursache wirklich löst. Ja. Weil, wie an der Stelle erzählt er die Geschichte von dem Mann, der seinen Job verloren hat und jetzt als allererstes die größte Aufmerksamkeit hätte, ich brauche einen neuen Job. Wenn du jetzt als Arbeitgeber kommen würdest und sagen, hier ist das Jobangebot, das passt auf deine Qualifikation, ich mag dich als Mensch, ich stelle dich ein, hast du seine größte Aufmerksamkeit. Wenn du den aber anrufst und beim Weg zum Telefon fällt der die Treppe runter, bricht sich ein Bein, dann hat jetzt der Notarzt die größte Aufmerksamkeit. Sein ursprüngliches Problem könntest du zwar lösen, aber der Notarzt ist ihm in dem Moment näher. Wenn er jetzt ins Krankenhaus gebracht wird und in der Notaufnahme liegt und muss mal aufs Klo, dann sitzt er da, macht sein Geschäft und stellt das Papier ist leer. Plötzlich bekommt die Dame, die Rollen auf dem Klo verteilt, die größte Aufmerksamkeit und nicht mehr der Notarzt und nicht mehr der neue Arbeitgeber. Und erst wenn seine vordringlichen Symptome behandelt sind, dann kannst du eigentlich an die Ursache gehen. Und das ist eigentlich das, wofür du dir eine Lösung und ein Angebot im vierten Schritt entwickelst. Im fünften Schritt kommt dann die Innovationsphase, in der du dein Angebot verfeinerst und verbesserst und was Neues mit was Neuem an den Markt gehst. Und das ergibt sich fast zwangsläufig aus den Überlegungen, die du vorher gemacht hast. Und der sechste Schritt ist dann eben diese Konzentration auf dieses eine Problem, dass du auch marketingmäßig nur noch für diese eine Zielgruppe mit einer Problemlösung an den Markt gehst. Um eben immer wieder das Gleiche verkaufen zu können und immer wieder Kunden anzuziehen, die dir und deinem Unternehmen auch liegen. Darauf basierend macht man dann eine Kooperations-
Strategie. Man sucht Leute, die mit einem ähnlich hohen Spezialisierungsgrad in der gleichen Zielgruppe unterwegs sind und macht mit denen Marketing-Kooperationen. Aber wichtig ist, dass jetzt nicht, ich sag mal, ein Grafikdesigner mit einer Allround-Marketing-Agentur in eine Kooperation geht, weil die Allround-Marketing-Agentur erstmal dadurch, dass sie aussagt, sie macht Allround-Marketing, das ist schon, die sind nicht fokussiert. Und irgendwann werden die und du dann im Wettbewerb stehen. Und so in einem guten Fall, und wenn das deine Exit-Strategie ist, kaufen sie womöglich dein Unternehmen. Aber im Regelfall, also insbesondere wenn dann die Allround-Marketing-Agentur noch deutlich größer ist wie du, dann saugen sie halt bei dir 1 bis 2 Jahre Know-how ab und machen es danach selber. Also von daher, die sechste Stufe sagt, du konzentrierst dich immer mehr nur auf dein einziges Spezialgebiet und rechts und links angrenzende Sachen teilst du mit anderen Spezialisten, die die gleiche oder die ähnliche Zielgruppe adressieren, aber die auch einen ganz hohen Spezialisierungsgrad haben. Sonst so der Allrounder und der Spezialist, das geht auf lange Sicht immer schief, weil dann lutscht der eine den anderen aus. Und im siebten Schritt erforschst du dann nochmal das konstante Grundbedürfnis deiner Zielgruppe. Was steht eigentlich dahinter? Also es gibt halt Menschen, die sind prestigegetrieben. Es dürfen nur Markenklamotten sein. Der Bentley vom Haus ist wichtiger als Geld auf dem Konto, damit der Nachbar guckt. Es gibt aber auch Menschen, die eine ganz starke soziale Ader haben. Denen ist es einfach wichtig, anderen zu helfen und geliebt und gemocht zu werden. Und es gibt wiederum Menschen, die möchten alles möglichst genau machen und die, so ich sag mal, der Beamtencharakter, für die ist wieder was ganz anderes wichtig. Also die wollen zum Beispiel ein hohes Maß an Sicherheit, sonst wären sie ja keine Beamten geworden. Und dann in deiner Zielgruppe erforschst du im letzten Schritt das konstante Grundbedürfnis. Also was ist die höchste Ausprägung bei deinem Lieblingskunden für seine Bedürfnisse? Also nach Tony Robbins gibt es halt 6 Grundbedürfnisse und die kann man eben analysieren und dann über einen dicken Daumen bewerten. Der eine möchte sich weiterentwickeln, dem andere ist Liebe und Vertrauen, der nächste möchte Großes in der Welt leisten, der eine sucht nach Sicherheit, der nächste nach Abenteuer. Und diese Grundbedürfnisse identifizierst du und stellst dann dein Angebot und dein Marketing darauf ab, dass es genau solche Menschen anzieht. Und das Thema ist auf der Webseite vom Strategieforum auch beschrieben. Da kann man schon einiges bei rausziehen, aber lasst euch nicht schocken. Das ist ungefähr so aufregend wie die Webseite von der IHK. Nichtsdestotrotz, ich habe die Methode mehrfach iterativ. Es gibt auch hier einige Schritte drin. Gerade wir kommen am Schluss hier jetzt wieder auf die Zielgruppe und ihre Grundbedürfnisse zurück. Wir haben es am Anfang gemacht. Du kannst es nicht Schritt für Schritt eins nach dem anderen abarbeiten. Iteration. Es gibt Sachen, wo du iterieren musst. Da musst du mal wieder 1, 2 Schritte zurückgehen und das nochmal überdenken bei dem, was du im Schritt drauf dir überlegt hast. Und das durchaus mehrfach durchzugehen, ist da sehr hilfreich und verjüngt und verkleinert die Zielgruppe auch immer mehr, was durchaus zielführend ist. Also ich habe es, wie gesagt, mehrfach versucht und mir überlegt, wie kriege ich die Musiker bei mir an Bord. Und ja, wie gesagt, der Erfolg gibt mir recht. Am Anfang habe ich gedacht, so mit 20, 25... vielleicht auch 45 Proberäume ist dann das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann
bin ich froh, wenn das voll belegt ist. Und so wie ich gerechnet habe, hätte ich dann davon auch leben können. Und ja, mittlerweile sind es halt über 90 geworden und ich habe 150 Leute auf der Warteliste. Das ist einfach eine ziemlich schöne Luxussituation, die sich im Prinzip daraus ergeben hat, dass sich immer wieder Zielgruppe verjüngt und stärker fokussiert habe und dann genau die Leute angesprochen habe mit Marketing und im Prinzip mit den Angeboten, die ich gemacht habe. Also bei mir war es ganz einfach so, ich verkaufe zwar Proberäume, aber die größte Aufmerksamkeit von den Musikern ist, also entweder bedient das der Thomann, also wir brauchen neues Equipment, der Verstärker und das Mikrofon und die Lautsprecherboxen machen den Ton und nicht der Musiker, haha, bin ich etwas anderer Meinung, aber dieses Geschäftsfeld ist belegt und das nächste Problem von den Bands ist, sie wollen auftreten und keiner findet Gigs. Und da habe ich einfach gesehen, Gig-Vermittlung, Auftrittsvermittlung ist die größte Aufmerksamkeit. Also wenn ich so einen Post auf Facebook rausschicke, hier gibt es mal wieder eine ein Hochzeitspaar, das ich ins Unglück stürzen möchte und die wollen bespielt werden. Bitteschön, auf einmal kriege ich wieder 20, 30 Kontakte von irgendwelchen Musikern, die ich einfach mit einer Anzeige proberaumfrei nicht gekriegt habe. Und die kann ich dann halt weiterhin schicke ich denen dann immer, wenn ein Auftrittsangebot reinkommt, kriegen die eine Mail, so hier beim Open Air wird noch ein Support-Slot zu füllen sein oder hier gibt es einen Newcomer-Wettbewerb, da könnt ihr euch drauf bewerben. Und auf die Art und Weise habe ich im Prinzip das dringendste Grundbedürfnis adressiert. Wir wollen raus aus dem Proberaum, wir wollen auf die Bühne und auf die Art und Weise kriege ich einfach jetzt meine Musikerkontakte zusammen. Und wenn die 3- oder 4-mal oder 7-mal, wie man mittlerweile sagt, Kontakt hatten auf die Art und Weise und dann wird ihnen der Proberaum gekündigt oder sie wollen jetzt weiteres Projekt aufmachen und suchen dafür Platz, dann erinnern sie sich an mich. Und dadurch kommt dann quasi, ohne dass ich groß Werbung für Proberäume mache, immer wieder ein konstanter Strom an Interessenten zu mir. So diese 7 Schritte innerhalb von 2 Minuten zusammenfassen? Am besten schriftlich. Habe ich schon gemacht. Ich schicke euch nachher eine Mail rum, das Konzept, was ich mir hier zusammengeschrieben habe, kann ich euch per E-Mail schicken. Cool. Oder haben wir ein Netzwerk Drive, wo ich es direkt drauf speichern kann. Was ist euch lieber? Also ich enten. Also da habe ich nur einen Link, was direkt die Tabelle aufmacht, wie genau. Ich auf den Ordner zugreife. Ja, gut. Habe ich auch in der Facebook-Gruppe mal gepostet. Okay, dann suche ich es mir daraus. Gut, mach mal einen kurzen Break und in 5 Minuten, 11.40 Uhr, machen wir weiter mit Zielsetzungs- und Erreichungsprogramm. Okay?